Ja, hallo, liebe Familienhausfreunde. Ich begrüße Sie wieder in der heutigen Infothek mit dem Thema Fieberkrampf. Ja, bei Kleinkindern kann Fieber krampfhafte Anfälle auslösen. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört oder sogar einmal miterlebt. Und das ist natürlich ein Horrormoment für alle Eltern. Was in diesem Fall zu tun ist und warum das überhaupt passiert, ein Fieberkrampf, möchte ich in der heutigen Infothek einfach nochmal kurz erläutern. Denn eigentlich hat das Kind nur eine kleine Erkältung, vielleicht ein bisschen Husten, Schnupfen und ein leichtes Fieber. Und plötzlich steigt das Fieber aber manchmal und ja, das Kind fängt an zu verkrampfen, die Augen zu verdrehen, es zuckt am ganzen Körper und es kann eventuell im ganz ernsten Fall sogar schon mal das Bewusstsein verlieren. Das ist dann ein Fieberkrampf. Das Gute aber vorweg, was ich sagen möchte, ist einfach, dass Fieberkrämpfe in der Regel zu 99%, sagt man, keine bleibenden Schäden auslösen. Ja? Und Fieberkrämpfe kommen so bei Kleinkindern vor, Säuglingalter, so bis zum 6. Lebensjahr ist das eigentlich in der Regel dann auch vorbei. Manchmal passiert das nur einmal im Leben bei Kleinkindern, bei manchen häuft sich das natürlich auch. Ja? Und das passiert eben gerade bei sehr stark ansteigenden Temperaturen, kann das eben schon mal passieren. Und ganz wichtig ist einfach, wenn das Kind einen Fieberkrampf hat, dass sie versuchen, ruhig zu bleiben. Ja, dass sie das Kind zu versuchen, so ein bisschen zu schützen. Sie können ihr Kind auch in eine Decke so ein bisschen einmummeln oder in ein Bett legen, wo es einfach weich ist, wenn das Kind so krampft, dass es sich nicht verletzen kann. Vielleicht auch die Kleidung so ein bisschen lockern, empfiehlt sich. Versuchen Sie, das Fieber zu senken. Ja, kühlende Maßnahmen sind immer ganz gut. Warnwickel bieten sich sehr gut an. Aber nie mit kaltem Wasser komplett abduschen oder so. Das sollte man natürlich vermeiden. Ja, ganz wichtig ist, dass wenn das Kind im Krampf ist, dass Sie dem Kind natürlich dann kein Essen oder Trinken anbieten, weil das Kind könnte daran einfach sich verschlucken, ersticken. Ja, vorbeugend sollte das Kind natürlich sehr viel trinken, gerade Kinder, die krampfen, wenn es fiebert, viel im einen Effekt, dann viel Trinken anbieten. Das ist vorbeugend sehr gut, aber nicht im Krampf dann sowas machen. Es empfiehlt sich natürlich auch, wenn das Kind dazu neigt zu erbrechen, dass sie eine stabile Seitenlage dann auch anwenden. Ja? Genau. Und ganz wichtig ist, wenn das Kind das erste Mal krampft, auch rufen Sie die 112 an. Ja, dann würde der Notarzt kommen. Der Notarzt hat einfach die Möglichkeit, dem Kind ein krampfendes Mittel zu geben. Und dann ist der Krampf relativ schnell vorbei und es wird eventuell dann auch mitgenommen, das Kind, und wird nochmal untersucht in einer Klinik, um zu schauen, war es wirklich ein Fieberkrampf. Und wenn man das dann weiß, kann man zukünftig natürlich dann auch etwas entspannter reagieren. Und es gibt die Möglichkeit, über den Kinderarzt dann auch sich ein Medikament verschreiben zu lassen, was man dann zu Hause hat, was man natürlich dann auch nur in den Notfall anwenden sollte. Diazepam heißt das. Und das ist einfach ein Mittel für den Akutfall, was man dem Kind dann gibt, um einfach dann den Krampf lösen zu können. Ja, genau. Ich denke, das war jetzt so groß erstmal das Thema Fieberkrampf, dass Sie einfach davon gehört haben, dass Sie einfach schon mal wissen, okay, das kann vorkommen bei kleinen Kindern, bei Säuglingen. Und Kinder, die dazu neigen, empfiehlt es sich dann einfach auch regelmäßig Fieber zu messen, wenn Kinder erkältet sind, einen Infekt haben, dass man das regelmäßig prüft. Und dann eben auch, man sagt immer so, ab 38,5 gibt man fiebersenkende Mittel, aber bei Kindern, wo man weiß, sie neigen zu Krämpfen, empfiehlt es sich einfach dann relativ schneller ein Fiebermittel zu geben und das Kind eben gut im Blick zu behalten, dass man vielleicht somit auch Krämpfe vermeiden kann. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und einen schönen Tag noch.